Ich habe dich erwartet. Ja, Peace and Justice gesagt und Prostata, Tiralala, Pingtata. Ich hab immer noch selber an. Dortmunder Kronen. Warum bist du eigentlich so heiser? Ja, weil ich lange meine Stimme nicht geölt habe seit Donnerstag. Es gab da so einen Vorfall am Vatertag. Da kam mir jemand auf die ganz tolle Idee, irgendwie vor Wochen mal, eigentlich wollte er da, glaube ich, nur beim Gewinnspiel mitmachen, so einen Bollerwagen haben, hätte es auch meinen haben können. Ich nicht. Nee, hat er uns angemeldet da, bei der Kronen-Vatertags-Bollerwagen-Tour. Ich kann gar nicht sprechen. Erzähl du doch weiter. Ich muss mal eben ölen. Ja, es tut mir leid. Ich habe einen Fehltritt getan. Nein, war gar nicht so schlimm, hat ja super Spaß gemacht. Aber ja, ja. Wir haben ein bisschen länger gemacht und ich glaube, ich habe die Leute auch herbe angefeuert. Also, ich habe bei mir jetzt so Material von 250, 260 Clips über 3 Stunden. Ich habe 2 Stunden ungefähr. Ja. Nicht so viele Clips wie du, aber so 2 Stunden. Ja, gut, das ist auch. Und der Odin, ja, der schnelle Fuchs, oder? Der ist schon fertig. Der ist schon wieder fertig, weißt du, und der hat, sagt aber auch, er hat so 200 Clips oder irgendwas da geschrieben gehabt, halt, ne? Der hat da wohl ordentlich gefilmt. Wir haben natürlich auch später noch Schabernack wohl gemacht. Und der hat seine Wildkamera bei mir in einen scheiß Kühlschrank gestellt. Ja. Da habe ich mich gerade erschrocken, als ich dieses Startbild hier nämlich sehe. Mhm. Und da, das ist nämlich der Blick aus des Gorministers Kühlschrank. Hat man ja auch nicht so oft. Nee, man sitzt, man sitzt nicht drin. Man steckt nicht drin. Man steckt nicht drin. Ja, und da der Odin das heute hochgeladen hat, am, was haben wir heute, den 30. oder so? Mhm. Ja, morgens der 31. Ne? Ja, 30.05.22. Gucken wir uns das jetzt an. Und reagieren mal drauf. Ja, so, wir reagieren mal drauf. Wir regieren erstmal hier. Genau, ne, hier auf euch und... ich trinke das Blaue heute. Übrigens, wir haben nicht gewonnen. Das können wir schon mal sagen, oder? Nee. Aber ihr habt irgendwo einen Rekord gemacht da. Ja, das ihr habt ein Ding, ich glaube, da war was. Ja, one moment in time. Ich glaube, in den Wald fallen beim Pinkeln oder so. Kronen schmeckt. Nee, das war die Nummer mit dem BMX. Ach ja. So, so. Weiter. So, machen wir jetzt Start, ja? Ja. 3, 2, 1... Oh, ich denke gerade, da ist mir irgendwas umgefallen. Was ist da los? Wollt das jetzt? Wollt das jetzt? Kann man uns auch hören? Ich will ja nichts zwingen, nur Hallo sagen. Ich sag wieder Tschüss, bis gleich im nächsten Programm. Tschüss. Und direkt was umgefallen. Wie gesagt, wir sind von unserem Kurzurlaub nach NRW zurückgekommen und ich habe das... What happened? Oh nein, jetzt so eine Pause. Sollen wir das jetzt lieber vom Stick gucken? Das kann dann hakt das nicht. Hab ich das auf dem Stick? Ich hab das aber. Deswegen, da möchte ich eine Ansage machen. Wir gehen jetzt in die Werbung. Wir fangen nochmal an. Dortmunder Kronen. Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. Brain, was soll ich denn? Aber hast du gehört, mir ist diese Kanne umgefallen. Ja, du hast das ist der alte Apple Wire von ihm. Du musst ja wieder anmachen. Ist schon an. Ist schon an. Oder läuft doch, oder? Eigentlich. Ja, klar. Das ist wieder Outtake. So. Gode gesagt, wir sind von unserem Kurzurlaub nach NRW zurückgekommen und ich habe das Videomaterial gesichtet. Das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen möchte ich da vorab eine Ansage machen. Ich glaube, wir waren allesamt sowas von dermaßen gar nicht offen. Nee, nur so ein bisschen. Humbug, Humbug. Natürlich nicht vorenthalten. Also, Alter, du bist echt, Alter. Du bist echt schnell, cool. Alter, das ist echt. Ach ja, stimmt, wir haben das bestimmt auch 1000 Mal ja, gesagt. Ja, so repräsentiert, den Odin-Studio haben wir präsentiert. Ja, klar, Mann. PS, das hat keinen Anspruch auf chronologische Korrektheit. Das ist gut. Also, oh, scheiße. Oh, das wird lustig dann. Das ist einfach zu wüst geworden. Es kommen noch 2 Videos von ihm und mir auch. Ja. Viel Spaß damit. Ja! Da ist doch direkt schon. Oh, geil, das habe ich von anderen. Oh, hier, Frühstück. Alter. Frühstück. Geil, Alter, ja. Ja, hallo, ich möchte gerne auch Bier. Geil, Alter.
Ich habe übrigens keine Bratwurst abbekommen von den 100, die der Odin geholt hat. Ernsthaft nicht? Nee. Sportveranstaltung habe ich gehört. Also machen wir ein bisschen Sport. Dranbleiben, lohnt sich. Time is so blöd. Zeit, ja, cool. Das ja, bin ich echt, das ist hier. Spaß. Wir gleich mal irgendwie den Abend noch mal kurz ab. Jawohl, damit auch alle da sind. Der Chorminister. Alex. Hey, der Chorminister. Geil, erstmal direkt fett reingebrüllt. Cool. So wollen wir euch hören. Ja, war aber doof, dass wir nicht alle auf der Bühne da mehr konnten, ne? Weil, ja. weil wir zu spät waren. Und warum? Frag mal den Odin. Frühstück. Ja, da gab's doch Frühstück. Das war's auch doch gerade gut. Ja, aber die haben die viel geileren Shirts mit den Kronen. Okay, die kannst du ja kaufen, ne? Ja, ja die hätten sie mal raus tun sollen. Ja, ja, die Vaterspruch-Dings. Also du stehst halt nur rum wie so ein dummer Kalb. Aber ey, dass diese Kurze damit gemacht hat, die ist ja... Wir konnten hier was trinken. Der verdeckt dich auch die ganze Zeit. Ich war links, Alter, da konnte ich dich auch nicht richtig. Das hat der absichtlich gemacht, weil er direkt gemerkt hat, der brüllt da rein, das ist der Assi. Ja, ja. Geil. Ja, ja, cool. Ist das. Zum Vatertag heute kommt die Sonne raus. Wieder war Vatertag? So soll das noch sein. Ah, ein Vater hatten wir dabei. Das war schon auf dem Hauseweg, das habe ich auch. Motherfucker! Guck mal, jetzt hier. Jo. Und hast du wenigstens versoffen? Ich habe glaube ich einen hatte ich noch. Also, du musst doch eine Pfand zahlen, hast du den ganzen Becher mitgenommen? Ja, nee. Meine Mantel war schon da. Ja, wo ist mein Wagemantel, Mann? Dann gibt's eine Kronanfrage für Krupplin. Nichts gegen Krupplin, aber die meisten von Krupplin trinken Brinkhoff. Oh, jetzt gibt's wieder Gelaber. Aber stimmt. Ja, ist ja wahr. Wie kommt Kron auf Krupplin? Die trinken alle Brinkhoff. Und wir hier, Alter, hier. Und ja. Weißt du? Hier, weißt du? Ja. Ja. Hallo, Ronny. Ja, Mann. Hat Bock zu saufen. Geil, Alter, Holger. Kron schmeckt, ist auch super schön. Ich sag jetzt auch nicht, wer von den Leuten der Vater ist. Hat auch. Alles cool mit dem Rand. So auch. Super. Der Karp, der wird sich gleich noch ganz auf 180 drehen. Niemals Bier gehabt, ne? Ja, nee. Ey, sonst war ich da noch ein Kasten dafür. Sonst war immer ein Kasten dabei. Aber oder habe ich das nur mir eingeblendet die ganzen Jahre? Mann. Du bist doch mit dem Kasten noch hier hingekommen sogar. Hast du gesagt, guck mal, ich hab die kleinen Träger, hab ich gewonnen. Ja, das, ach ja, beim Gewinnen ja, zumindest. Ja. Ich dachte auch bei der Tour selber halt. Ja, weißt du, dass da die Leute eine Kiste gesponsert kriegen halt. Es macht nur einer mit, aber wir kriegen alle einen Stempel. Ja, wir hätten uns echt zwei Teams machen sollen, ne? Zu dritt oder, ich hab hinterher einen gefilmt, der hat alleine gemacht. Also mach ich jedes Jahr. Ich mach immer alleine mein Team. So schön in Ruhe, nachmittags und so. Voll geil, Alter. Fürs nächste Mal. Nach der Nummer, die mir da passiert ist mit Kronen, ne, könnt ihr die mal schön abritten. Ja. Du brauchst doch keinen Sponsorvertrag, du bist doch unser größter Fan. Ja, ja. Ey. Was haben die gesagt? Haben die geschrieben? Nein. Doch. Haben die auf Instagram geschrieben. Oh mein Gott. Ja. Ich werde später für die Mannschaft hier mal hoch. Ja, dann trinke ich bald kein Trug. Also das trinke ich jetzt noch leer. Aber. Ich schaue mich auch schon mal um nach Hallo Hansa, wie wär's denn mit euch? Ja, ich sage, das Union-Bier gibt es ja leider nicht mehr, das Schöne. Ne? Das war super. Obwohl, ja. Klar, Union Export und Pilz gibt es auch. Ja. Ja, nicht mäßig, Kneipen. Komm, Ronny, zeig mal, was hast du denn da? Spann mal an. Ja, ich habe auch ja, Odin den Humpen nicht mehr so lange halten konnte wie Jörg, Ronny. Geil! Voll geil. Schön, dass auch alle infiziert sind, ne, mit Einspielern raussuchen. Halt. Ja, das ist voll geil, Alter. Angefangen. Voll schön, ey. Wir haben uns mal drüber unterhalten irgendwie. Er meinte so, nee. Ich bin nicht beeinflusst. Ich so, Alter, bist auf jeden Fall beeinflusst. Ja, gut, die hat mit ja den Einspielern, auch, erst hat er mich infiziert damit, jetzt machst du das auch. Das macht doch Spaß. Ja, voll geil, super. Vor allem mal schön altes, kultiges Zeug. Boah, Alter, was ist der denn da? Keine Ahnung. Was hat der denn da rausgeholt? Ein Bier.
Echt, das sah aus wie ein Feuerzeug. Und also, das war auf jeden Fall ein Bier. Ey, super geil. Ja, da war super. Eine Karp war richtig geil. Du hast ja dann auch real gewonnen, halt, das Ding. Haben wir gewonnen. So, acht hat das auch in Gänze mitgefilmt. Sehr schön, ja. Oder war das schon fertig? Nee, das kommt jetzt. Ja. Nee, ich erkläre dir, glaube ich, gerade die Regeln. Die Olle war auch geil. Ich so, ja, und Spaß wie, mit den ganzen Besorgungen. Ja, und da habe ich zu spät meine Kamera an. Das so, habe ich von mir schon gesichtet. Also. Hat dir voll Bock gemacht. Hast du den Stunt drauf mit Karp, später mit dem Bollerwagen, der den Typen umwirft, hier, wo die ganzen Bälle rausgehalten werden? Ja, wahrscheinlich noch. Mal gucken, ja, ich, das einfach, ich bin ihm einfach wild hinterher. Alter, da rennt der Karp und da waren so. Ja, komm jetzt trotzdem rüber. Wir machen ja eh hier einen Kommentar. Weißt du, wo die Bälle drin waren? Und da waren noch diese Ruckel drin. Und er gibt Vollgas und alles fällt direkt fast alles raus. Ja. Also. Wir waren. Alter, geil. Wir waren die Gruppe, die den Negativrekord hatte. Aber Karp war geil, er hat den meisten Bällen verloren. Wir haben die meisten Bälle verloren. Ja, ich so, Digga, da sind doch so Scharniere drauf. Ah, der war echt gut. Gleich wirft er den Geil immer um, ne? Dann nimmt er den so, zack, und dann zack. Also das sieht aus, als wäre der weiter vorne, der andere, ne? Ja, ja. Dem ist aber nicht so. Bei mir im Video wird man das in 5 Wochen mal sehen. Mit dem Bein nachziehen, das hat was gebracht. Ja, ja, genau, mit dem, ne? Deswegen bin ich heiser übrigens. Da fing das auch schon an. Und bei dem Stellen ja auch. Aber warte mal. Achso, das ist ja nicht chronologisch, ne? Weil Olin und Hörderon, die haben vorher ja die. Ah, das stimmt, ja, ja. Ja, ja. Aber da konnte er ja auch filmen, weil er. Ja, aber guck mal, das mit dem Fuß ist echt gut, mit dem Ziehen, ne? Und dann schön. Ja, guck mal, der macht nämlich schon den Adler disqualifiziert. Und die Gegner beim Stemmen, die haben beschissen, Alter. Ja, da hat der Typ ja einmal so, aber da haben die ja schon die Mädels die Stoppe ausgemacht. Das seht ihr auf meinem Video. Bei mir auch. Da haben wir hier ausführlich. Da habe ich es verrissen. Und dann so, gib mir das an. Nein, das darf ich. Ja, ey, komm. Aber das hat Sekunden gekostet. Aber da habe ich die andere Aufnahme von. Geil, Alter. Ja, aber das hat Sekunden gekostet. Ja, komm, eine Kissenlänge. Ja, aber hier, und jetzt. Komm schon. Ich stolper mich da ja eher durch, so. Das ist geil. Und nochmal schön, ja, komm, und nochmal draufstellen, ja, Mann. Was? Warum? Ach, oh, ich habe von mir keine Cuts. Hast du Cuts von mir? Ich habe super viele Cuts. Ach, schön. Manchmal immer verkackt, weil ich schon sehr besoffen war, aber egal. Ja, da sitzt man halt so rum, immer länger. Länge. Don't cut the Cuts. Für vorne, übrigens, dranbleiben, es lohnt sich, gleich wird's auch wilder. Ja, wahrscheinlich. Ossi, ey. Da muss man wohl Bierdeckel werfen. Da habe ich ja 3-2 getroffen, mal so ein bisschen. Ey, du hast gesagt, du bist im Quartern voll geil. Ich dachte, ja, Quartern ist den Finish. Ja, wenn die irgendwas werfen, das wird er wohin kriegen. Ja, aber da kam der Wind von der Seite, da hat einer gepustet und so, das war. Ja, alle haben reingepustet. Nee, ich hab auch. Ja, gut, da die geile Bücher im Team. Sternen da drauf. Ja, aber ich hab zu lange gesoffen vorher schon. Wieso rauche ich da eigentlich schon wieder? Ja, wenn du anfängst, den Schuppen, dann ist es ich so. Ich bin jetzt schon. Oder lustige ist ja. Können wir währenddessen jetzt eine Kippe rauchen? Können wir dann machen? Ich bin nur 80er in meinem Leben. Das kann man nicht vergessen. Was? Oh, dieses. Guck mal, der Ficker schon, danke. Oh, guck mal, der Inferno. Ja, Inferno. Ach, das war witzig. Ja, Old Dirty Inge hat mich übrigens einen Tag später, nee, Samstag angerufen. Entschuldigung übrigens, ich sei noch Inferno 78 irgendwie. 79. War, ja, was ist ja profan 78. Meine, ja, müsst ihr immer alles so mit Nummern machen, da kommt man durcheinander. Die ist die 38. War mein bestes Alter, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, 38 oder? Guck mal, das war geil. Stimmt, du hast die Kamera da draufgestellt. Nee, ich nicht. Ach nee, der Ole, wer war das? Der hat so viele Kameras und Handys waren auch noch im Spiel. Ja, ja. Aber da kann man mal für so einen Jahresrückblick aus allen Perspektiven mal was zusammenschneiden. Alter, Schweinearbeit machen. Sitze ich ja eine Woche dran. Jetzt guck mal, die gehen alle bei mir immer so. Nee, ich dachte halt Quartern halt, ne? Das wäre halt geil. Ja, ich dachte, da hat der Typ auf. Muss man auch was werfen und da dachte ich so, ja, das ist was für ein DC, das hat er drauf. Da hat der Typ auf der Bühne nämlich vorher noch von geredet und dann dachte ich, oh, die Quartern. Ja, das hat man früher mal gemacht, aber mit irgendwas und dann dachte ich ja, die. Alter, wie geschehen? Das war Spiel 3. Natürlich. Das war Spiel 3. Ja, ja. Ich guck nochmal einen rein. Ja, super. Das war Spiel 3.
Oder ging es echt schon bergab? Ja, da war ich schon voll. Obwohl, ich habe mir morgens noch Toast gemacht. Was die Inferno, halt, wir haben Ossi intern noch getroffen, Alter. Noch ein zweites Saufi-Toast. Du hast nicht meinen Saufi-Toast gemacht, ne? Da, ich hab zu Hause Bock. Ja, daran liegt es nicht, mein Lieben. Carp hatte ja auch ganz stolz vorher noch gesagt, bei mir ist auf dem Balkon. Alter, geiler Rutscher. Er so, ich hab eine Tupfelspitze um 8:30 heute Morgen gegessen. Hat ihm auch nicht geholfen. Nee, hat ihm gar nicht geholfen. Aber so wie das Werfen doch, ja. Das wird noch. Aber ich sag dir, es war einfach total geil. Es war einfach so, als wenn Odin und Vasa, also würden die auch in Dortmund wohnen. Weißt du, als hätte man sich so gucken, getroffen halt so, und dann waren die anderen Jungs durch Zufall alle entfernt, rufen mich auf, alle, ihr seid da schon, wie, ihr seid schon da, ne? Ja, ich komme gleich. Also ich bin immer noch dicke von der Großmarktschenke und so, voll geil. Ja, aber da hat er schon wieder ein Bier in der Hand, ne? Ja, ja. Ja, guter Junge. Ja, am Anfang wollte er ja nicht. Echt? Aber nee. Ah, okay. Er so, oh, nee, ich weiß nicht. Wir so, ah, komm, trink dir mal ein Bierchen hier, Konterbierchen. Aber ich sag mal so, die Versorgung war ja auch gut gegeben mit dem Bollerwagen, ne? 6 Kästen haben wir durchgebraucht. Ehrlich? Wir haben es nochmal rekapituliert. Ja, Ossi hat ihn ja auch nochmal eine Kiste geholt und der hat, glaube ich, gar nichts mehr von seiner Kiste abgekriegt. Ja, wir haben, das habe ich doch in der Erinnerung. Wir haben das nochmal rekapituliert. Nee, Ossi hatte was von seinem Kissen. Der hat mich mal in meinen Bollerwagen getan. Und ja, und der hat ja auch Cocktails gehabt. Die waren ja am Tanzfläche. Da war ich nämlich übrigens gar nicht am Vespa-Tanzfläche. Da war ja Hip-Hop und so. Ich habe einmal kurz sagen, die Fragen schwarze Nacht, da bin ich über die Wiese gelaufen und höre irgendwie den Imperial-Marsch. Also. Ich glaube, das ist bei mir im Video drin. Da sprechen wir nämlich noch darüber. Ah, gut. Aber guck mal hier, läuft Raben schwarze Nacht. Ja, ja, und der DSD ist nicht am Start. Ja, ja. Ach so, was ist da los? Okay. Geil. Boah, ich habe auch Küsschen gekriegt den Tag, ne? Ich hoffe, diese Videos Hand in Hand mit dem Odin kommen nicht. Davon ich habe da Fotos gesehen. Alter, so. Da gibt es Fotos von. Ey, das muss auch wieder Männerliebe par excellence gewesen sein, den Abend, Alter. Und wer hat sich denn zu Odin noch gelegt, nachts bei dir? Da hat doch auch einer rumgebaggert, da war doch auch noch irgendwas. Nee, war da drüben im Pütchen. Ja, der ist jemand abgehauen, nachdem er jetzt zweimal penetriert. Ja, ja. Odin hier. Ja, und hinterher waren die andersrum in deinem Dinosaurier-Short-Video halt. Boah, man hört es an der Stimme, ne? Wie du redest, wie ich rede. Ja, da geht schon los, geht schon los. Na, guck mal, Kalamello, die am Start. Super. Ja, und Karp wusste noch niemals mehr, dass er Stadtgarten uns verlassen hat, ne? In die Bahn ist. Doch. Nee, das wusste er nicht. Er ist nicht mit. Nee, er wusste aber nicht mehr. Also, Alter, ich bin heute Morgen, gestern oder morgens mit Klamotten wach geworden, irgendwie auf der Couch. Ernsthaft? Eingepinnt. Ich so, Alter, du bist Stadtgarten in die Bahn Richtung Hörde. Karp, Beste, ey. Grüße gehen raus. Digga, Knutscher. Das ist so geil, das Kronen schmeckt wohl, Alter. Schmeckt auch gar nicht mehr richtig. Auch mein Telefon klingelt schon wieder. Ja, mein Scheckraum ist mal Fisch. Scheiß drauf. Wir haben es geschafft, scheiß drauf. Geil. Alter. Was wir ja leider nicht aufgenommen haben, später als hier Ronny mit seiner Wumbox noch hier die ganzen alten Cartoon-Serien, Fernsehserien. Nee, das ist bei mir leider. Da hab ich auch nichts von, da haben wir also, Quiz gemacht. Von hier gibt's keine Aufnahmen von mir. Das ist für mich, da war der private Teil des Abends. Das war so geil, Alter. Wir haben Tränen gelacht und so und hier uns gegenseitig gebettelt. Warum sind wir so auf meinen Mund? Weil die Kamera kann. Die neue. Achso, ich erkläre wieder gerade. Gab, wie er laufen muss. Jo. Ja, wenn man das sieht, wie jetzt möglich. Die Bälle hüpfen, Alter, jetzt war, tanzen alle Puppen. Gab, nichts gegen dich, aber das war eine schlechte Entscheidung. Du hattest da vielleicht schon ein Bier. Er wollte einfach nur als erster ein Ziel. Ja, er ist einfach nur gerannt wieder. Dass durch Erschütterung und Unebenheit. Mal Bälle rausfallen, ne? Fliehkräfte entstehen und. Schmeckt nur, weil das einfach am meisten schmeckt mit Leuten, die das auch schmecken, ne? Die das auch schmecken. Mit Leuten, geil, Alter, super. Also super einschmeckt. Kron schmeckt mit den Leuten, die das auch schmecken. Ach, herrlich, Alter. Also, wir müssen mal kurz stoppen, so, weil ja. Die Kamera geht so raus. Ja, genau. Ich mach mal hier, warte mal, ich versuche mal, ihr Karp ist am Saufen. Dein Kron schmeckt. Kronen schmeckt. Das steht so nicht.
Aber da wird die Stimme wieder komisch. Sehr chefig. Du hast schöne Grüße an den 74er-Chef. Hat er auch geschrieben bei der Aerobic-Platte. Ja, der Chef. Also das war ich aber nicht, als du von dem Chef gesprochen hast, wegen der Schallplatte da irgendwas. Nee, das habe ich ja nur von dem Opa was, auf ja, was ich nicht gerafft habe, also. Ne? Ja, ja, hat der das noch was meinte. Ja, ich auch so den alten, Arsch, da habe ich mich im Arsch gelacht. Warum kommt das Stempelbowl nicht? Bestimmt am Schluss. Ja, ja, stimmt. Das ist die einzige Challenge, die nicht gezeigt wurde. Warum denn? Was ist da los? Das kommt bestimmt. Was? Die Jungs kann auch er ja nicht, weil er hat ja nicht selber gefilmt. Er hat ja gestemmt, da kann er ja nicht filmen. Und er hat keinen Material. Er hat keine Aufnahme produziert, das sieht er dann bei uns. Ja, das muss er dann beim DSD oder bei mir gucken. Ja. Ja, das war noch super, Alter. Das hat auch Spaß gemacht. Guck mal, hier ein echter Vater. Ja, vorbei mit dem Spaß, ne? Vergiss es. Alter, jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los, ey. Das ist der Hass. Guck mal, ich trinke noch. Film mich schon noch. Doch, du fallst nicht schön am Baum an. Schön am Baum, ne? Alter, lass mich die Kamera nicht so wackelt, Alter. Und da sind die scheiß Kinder, die mir die Steine reingeschmissen haben. Echt? Guck mal. Guck mal, da mit einer geilen Kamera haben die das gemacht. Ja, und ich laufe einfach nur da an der Seite so. Hier, komm, egal. Muss mir auch mal so ein Gestell holen oder so. Der ist mitgelaufen, doch geil. Auf dem Rückweg. Und jetzt heizt kam der Dude um, Alter. Er lässt den Wagen los und da steht ein Typ, der kriegt das Ding voll in die Haxen. Er benutzt so beide jetzt wie du dein Schienbein ist. Ja, und da hat er verloren. Alles. Da hat er sie verloren. Pass auf, jetzt lässt er los. Bam! Alter, bei mir siehst du noch, wie der Typ so, Alter, das voll in die Haxen kriegt. Der schmeißt noch einen um. Ja, da bin ich. Sein Herz schmeckt. Fußballfans unter sich, oder was? Das ist die botanischen Namen. Ja, Cornus Cosa, hier. Da sieht man den. Das ist die. Ja, einmal Landschaftsgärtner, immer Landschaftsgärtner. Kennt auch die botanischen Namen. Kann ich nicht mehr. Doch, Aesculus, Hippocastanum. Ja, der Monster. Der Venduin, der wird mich jetzt strafen. Über 5 Minuten. Die Roskastanum teilweise. Und Betula Pendula kenne ich noch. Krone, da ist die Krone. Was habe ich denn in der Hand? War das eine Cola-Flasche? Eine Krone. Er hat meinen Namen, egal. Ja, das macht, aber ich glaube, man muss fester machen, als man glaubt. Nein, das war doch der Typ, der das erklärt hat, da, was man machen muss. Der hieß doch so. Kling hat direkt Ping gemacht, geil. Ja. War nur nicht richtig gesehen. Ja, wir konnten ja schon üben. Vorher. Stimmt, das ist ja ganz gut. Ach so, ach, durfte man das? Nö, wir haben einfach geübt. Okay. Wir haben mit so einem Dude da gestanden und haben dann einfach geübt. Wir haben so, darf man das? Genau die gleiche Frage. Und wir so, ja, weiß ich nicht. Nö, wir üben jetzt einfach mal. Geil, ja. Geil wäre natürlich gewesen, wenn er das volle Glas dahin schieben hätte. Ja, ja, und damit verschütten und sowas. Ja. Dann rutscht das anders wie im Saloon am Tresen oder so. Guck mal, da hat er wieder. Ach, jetzt ist schon die Challenge. Wow, ja, ja, da habt ihr. Da haben wir richtig, das war... Ja, du weißt, wie du das wie an Mann kriegst, ne? Guck mal, ja, immer, ja, aber war nur eine 3. Vasa war tatsächlich besser, irgendwie. Vasa hat mehr Fünfer gemacht. Ah, guck mal, Fünfer, Alter. Vasa hat da richtig, Ja, also, wer kann, der kann, Alter, Vasa. Wo ist da Pinter? Ja. Wer kann, der kann. Hier müssen wir noch Aufnahmen von den Jungs. Sieht man nur den Dude, der meine Kamera gekriegt hat. Ach, das war deine Cam? Ja, das ist ja, du bist ja am genau. Und er hat das geil, schön von das der Seite gefilmt. Ja, da kommen die mal direkt drauf zu. Super geil, guck mal. Er hat das gut erkannt. Grüße gehen nochmal raus an den Dude, der das gefilmt hat. Ey, es tut mir voll leid, ich habe die Namen wieder vergessen, ich Idiot, Alter. Wie immer. Ich auch. Beim Suff, Alter. Aber da werdet ihr euch gute Dudes. Hat richtig Spaß gemacht. So, also. Schreibt es in die Kommentare. Ja, ja. Ja, guck mal, auch hoch konzentriert, ne? Ja, ja, klar, Mann, wir wollten gewinnen. Aber was nicht drin ist, ich habe vorher nochmal angestoßen, halt. Oh, wir müssen nochmal betanken, das habe ich bei mir schon gesehen, also. Ah, ne, jetzt trinkt ihr nochmal. Ja, da das war die letzte Station und da waren wir schon gut auf Atü. Geil, Alter. Atü ist auch geil, hat man auch schon lange nicht mehr gehört. Auf Atü sein, Alter. Ja, nur. Und ich hier, ne? Druck.
Jetzt geht's voll ab. Geil, Alter. Zack. Kamera weg. Was war das denn für ein Handyvideo? Geil. Ach stimmt, irgendwelche von euch haben nur noch so Backpfeifen-Challenge gemacht. Ja, ich hab... Wann mache ich ja nicht mit? Da geht meine Brille kaputt, nee, meine Zähne sind eh schon im Arsch. Ich mach das nicht. Ja, du musst andere Sachen. Ja. Geil, Alter. Alter. Wie Leute feiern, ne? Die beste sportliche Leistung in meinem Leben. Dankeschön. Nochmal. Bom. Bom. Alter, geil. Wir dulden keine Schwäche. Was hat der los? Alter, der Imperator mit einem leichten Hauch. Nee, das war der Imperator, ist doch klar. Guck mal, ein Ding Wolf, ey. Wie geil. Deswegen bin ich so heiser, weil ich die ganze Zeit wieder Kippen geraucht habe. Ja, komm, ey, guck mal. Vor allem so. Ja, vor allem gehe ich mit dem Hund. Alles schon so weit, sagst du? Ja, ja. Immer wenn der Zigaretten raucht, dann hat er vielleicht auch mal ein Bier getrunken. Ja, ja. Zwei oder drei. Das hat meine Eltern wieder sehen. Ne? Guck mal, Eltern mit seinem, ne? Mit dem Bollerwagen. Ja, das, aber der das hier hin überlebt. Auf dem Weg nach Hause ist das Ding komplett auseinandergefallen, Alter. Das war ja der Hass, aber das wusste ich ja vorher, Alter. Ja, aber wir haben das mit Geibermäßig gemacht. Was geflickt. Machst du denn da? Ach, schon nach Hause weg? Herzlich willkommen. Nee, holt mal Bier in der Bude. Hier sind wir in Dortmund. Ach, mit dem Oden war ich Bier holen. Ja, aber ihr wart weg. Ja, ja klar, weil wir brauchen einen neuen Kasten, Mann. Nein, schon wieder. Ja, ach so, dann seid ihr zur Westside-Bude gegangen. Ja, Mann. Aber da kamen auch andere Leute auf die Alter, Idee. Alter, wie voll der war. Ja, da kamen auch andere Leute auf die Idee. Und krass. Ja, du hättest dich auch anstellen müssen in die Reihe. Und deswegen sag ich mal, dranbleiben. Es lohnt sich. Ja, was? Ja, siehst du, da war nämlich auch schon ein guter Boy. Krass, Alter, guck mal, der Wagen auch schon komplett ja, dasselbe. Ja. Guck mal, ja, der arme Gommel ist. Ei, ei, ei. Ich muss ja. Kein DSD-Tech am Stromkasten. Ach, geht's? Hä? Guck mal, da bin ich selber auch wieder am Film. So, mal direkt an hier. Wollen wir arbeiten? Komm. Ihr seid zu der anderen Bude gegangen dann. Ja, ihr wart klar. Da und geht da wieder rechts, weil ja, da hinten klar. Links habe ich gewohnt. Ja, klar. Um die Ecke, die Bude. Ja, ja. Tamilen. Ja, weil da war das. Ja, kenne ich wegen der Einfahrt. Da war geil. Ja, ja. Immer noch? Cool. Ja, ja. Alter. Nach Hause weg. Oder sind wir schon zurück, ne? Ja. Da haben wir natürlich unseren Sieg gefeiert. Da fehlt aber voll. Achso, das ist ja nicht chronologisch. Nee, es ist A nicht chronologisch und B. Boah, da hat's gescheppert. Hör auf damit. Ja, Punk, Alter. Ey. Mit Flaschen schmeißen, jetzt weiß ich, wer das ist. Oh, da scheinst du auch Aufnahmen von zu haben. Oh, Scheiße. Ich kann mich da nicht mehr sagen. Alter, Ronny mit seiner Boombox, Alter. Ich hätte mich in den Wagen gesetzt. Die Fahrradfahrer da sind. Bitte oh geht vorbei. Gott. Bitte macht uns nicht an. Bitte geht einfach nur weg. Ach, alles friedliche Dudes, ey. Nein, voll friedlich. Ja, Applaus, Applaus. Wieso bist du so aggressiv schon wieder, wenn du in die Richtung kommst? Einfach nur. Das ist ein Dorn. Nein, das ist ein Karp. Das ist nicht am Karp. Komm, sei doch nicht so eine Pfeife, ey. Warte mal, jetzt hab ich hier vorne. Hallo, ist ein kleiner Schwede. Hallo. Ich schlafe mit Kollegen. Alter, sind wir am Stadttheater. Ach, deswegen fragt er wegen Stadttheater. Da hat er mich gefragt, warum bist du denn hier so komisch, weil es beim Stadttheater ja, war. Weil wir da wieder rumgerantet haben. In so einer Veranstaltung, gegen die da ja, war. Ja, ja, ja. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ach, geil. Ich finde, dass der Odin das immer dokumentiert. Ich bin gar nicht so. Das war eigentlich so schön, da die Stadt Dortmund hier auch mit dem Ach so, oh, wir haben hier, mein Wecker geht gerade, läuft die Kamera noch. Ja, ja, ich habe einen zweiten, ich habe ja gerade wieder angemacht. Die Stadt okay. Passt. Aber dann streitet sich die Stadt, ob die EDG, dieser Entsorgungsfirma für Dortmund zuständig ist. Ob ach, da rede ich über die Graffiti-Wand im Hafen. Hauptsache der Bürgermeister hat da damals schön hat da so repräsentiert und dann waren die direkt weg, die Ficker, Alter. Ja. Ich geh kaputt und dann war ich direkt weg. Two words. Geht's los. Jetzt mit der Musik von der Boombox. Das habe ich auch. Ja. Er hat das ja live gespielt. Das ist nicht drunter gelegt. Nee, nee. Das hat er in der Boombox so gehabt.
wir sind da alle so rübergelaufen. Auf dem Rückweg gab es halt Mario. Das gibt halt den halben Weg bis zum Stadtgarten und so. Dann wieder dünn. Hardcore. Weil das Carp hat sich lange gemacht. Ist hier noch lange. Ja, Carp, und ab da bist du nach Hause gegangen. Du bist in die U-Bahn gegangen. Sorry, du hast den besten Part eigentlich verpasst. Ja. Schon wieder. Ja, hier bei mir, ey. Du hättest auch gerne noch mitkommen können. Die Glücksbärchen, die Gummibären. Da war das so ganz kurz, weil das hat keiner großartig aufgenommen gehabt. Ne? Läuft noch. Ich bin Soko Shogi. Ui, in Kopf. Alter. Herzlich willkommen bei Odin Grimmark auf seinem Kanal. Ich bin der Lore-Minister, auch Pantau genannt. Ey, wir haben so einen geilen Song. Wie geil er als Gespenst da rumrennt. Guck mal. Wir haben wirklich schöne Platten gehört. Odin hat irgendwann auch gepennt. Ja, wir haben Pantau gehört. Ja, eine schlimme Frage. Odin gerade mit die Klampfe da noch. Aber dranbleiben, es lohnt sich. Alter, ein herrlicher Abend war es. Ja, die Saurier. Und ich die jetzt, den habe ich gestern erst von dem T-Shirt abgezogen. Guck mal. Nee, Ronny ist noch. Ronny sucht, der hat den ganzen Zauns gesucht. Sounds. Und da, ja, guck mal, was ist denn da los? Wasser war am Bagger. Oh. Wir haben uns voll vertan, ne? Wir haben beide gesagt, es ist Klapperschlange. Aber. Und das Ende? Nein. Running Man. Ach ja. Ja, aber da hätten wir aufnehmen. Wir haben viele Sachen schnell erkannt und so. Das war super. Ja, aber da haben wir uns voll in. Aber wo? Gesetzt. Geil, du hast sogar einen Kronenstuhl. Ja, jetzt da. Ja, sehr gut. Jetzt in diesem Raum. Geil. Nee, und ich die ganze Zeit war so sicher, dass es die Klapperschlange ist, aber es ist einfach fucking. Nee, aber bei Klapperschlange und das Ende habe ich halt als 12-Inch auch. Die hätte ich direkt erkannt, weil die auf meine 80s-Mix-Songs sind von damals. Okay. Und ich gar nicht. Aber du kommst auch nicht. Ja, nee, weil ich Idiot. Dos, Alter, du wirst jetzt lachen, ne? Ja. Dos hätte das direkt. Da lacht jeder, da lacht jeder. Ja, aber. Ja, aber was mit nach 23.000. Ja, 5 Promille irgendwie, das ist halt dann schwierig. Also, oh, da kommt die Auflösung. Ach, ja, da, ja. Ist er hier, ey. Also Real Talk hier, weil es ist ja jetzt nicht so. Ja. Früher habe ich Minidis aufgenommen, die höre ich immer noch. Lad das bloß nicht hoch. Naja, vielen Dank. Ach, jetzt kommt unsere Schabernachse. Da pennt der Odin ja. Das kann ja nur noch Odins Kamera sein. Und wie. Warum hast du so. Ah. Ja, da habe ich gerafft, dass man vielleicht mal den. Nicht so mies wie der andere Move. Nein, da gab es keine miesen Moves. Nee. Wer einschläft, hat halt verloren. Man muss auch mal menschlich bestrafen. Morgen geht aber warum, Mann, wenn sie einfach nur Tomaten kaufen und. Morgen geht aber warum, Mann, wenn sie einfach nur Tomaten kaufen. Nochmal anmalen. Super geil schon, Alter. Ich zeig dir das mal hier. Ich hab dir er hat da Rufen gesagt. Auch schöne Optik so, ne? Also, aber schön die. Das ist Gummibär, ne? Das ist es wieder, ja. Ja klar, Gummibär. Geil, dass das so durchgegangen ist, ne? Dann. Hier ist das Tattoo. Was ist das? Hast du ihm da was drauf gemalt? Oder einen Stempel gemacht? So ein Allergiezeichen. Nein! Ah, ich hab's versucht, das sieht eher aus wie Avengers, aber. Ja. Ah, ja. Oh mein Gott, geil! So, da sind wir wieder bei Odin Grimmel auf seinem Kanal. Ach ja, ist ja immer noch Odin, guck mir vor, als Gorminister durch den Tag. Nee, hier habe ich tatsächlich gar nichts gefilmt. Von mir. Ja, du nicht, ne? Nee, also für meinen. Alter, jetzt geht's. Nein. Super Einspieler. Odin, das hast du echt gut gemacht. Also voll schön, schon, das ist ja wow, Alter. Vor allen Dingen so schnell, Alter. Ein paar Tage später, Hammer.
richtig feste drauf, pass mal auf. Nee, das wollte ich nicht. Ich soll das machen, hör auf damit. Hast du das doch noch gemacht? Boah, ich sag jetzt, ich lach noch. Aber da kommt mir sehr leid. Aber da kommt bestimmt noch das Interview, was niemals stattfinden müsste, weil das war am Tag danach. Okay. Also das hat er bestimmt drin, das ist die Retourkutsche für das. Kronen schmeckt. Ja, findest du aber schon ganz witzig, ne, eigentlich? Ich bin so geschuhig. Da ist so deine Eiserkeit her. Und vor allen Dingen, da ich so gesagt habe, oh, lass das sein. Ich hab mal gedrückt, ne? Alter, die Brille wieder so. Alter, mit dir rede. Das hören wir ja gerade. Rede mit dir. Aber laden, ja. Aber ey, wir machen nächstes Mal noch Trüben. Aber wäre schlimm gewesen, hätte Odin das nicht reingepackt. So. Also, der kann uns schon verstehen. Ist das eine Abwandlung von... Nein. Ich schwöre dir, es kommt auf jeden Fall noch das Interview, was dann stattfinden muss am nächsten Tag. Ja, ich hatte nur gesehen, hier Fickers Konzert, als du in deinem Bettchen liegst und Odin mit der Kamera. Ach, dann hat er das da reingepackt. Und du okay. So... Ja, ja. Oh, nicht jetzt. Nee, nicht jetzt. Ja. Weg, geh weg. Da kann ich ja gar nicht. Oh, da haben wir Depeche Mode gehört, Alter. Stimmt. Das ist der gruselige Zufall. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, off-cam. Weil als wir das gehört haben... Ja, ist genau an dem Tag Andrew Fletcher verstorben halt. Also ein paar Stunden vorher am Vatertag halt. Ja, ja, ja. Hier der letzte überlebende Dortmunder neben dem Ronny. Oh, krass, Alter. Der DSG ist schon abgegangen. Irgendwie, hör doch, Ronny. Ich bin schon weg. Ja, wir sind ja schon weg, ja. Ach, das sind hier die Original-Dinosaurier des Saufens-Videos. Das sind Depeche Mode noch weitergehört. Ja, die ganze Zeit. Also guck dir das. Ja, und auf dem anderen liegen die andersrum. Ach, guck mal. Ja, dann gleich liegen und noch später liegen die andersrum. Weil Vasa ist ja rübergegangen. Den haben wir ja beim Onanieren erwischt. Hast du das eigentlich auf Kamera? Oder hab ich das? Das hab ich wahrscheinlich auf Kamera. Ich hab ihm noch ein Kissen ins Gesicht gedrückt und gesagt, es ist gleich vorbei, es ist gleich vorbei. Ah, geil! Im Büppchenzimmer, du so. Ja. Chef im Büppchenzimmer. Aber Vasa ist ja auch sehr handsome, also. Nein, das ist ein super. Das funktioniert also, ja voll gut. Aber das war schön und er war dann so, dann hat er auch gegangen sind. Dann hat er auch das Ficker-Video, ja, das war der nächste Tag irgendwie halt, ne? Ja, warum ist denn jetzt mein Bier viel kleiner geworden? Ja, weil du halt ab und zu. Ja. Sprich nicht weiter. Nein. Pingerlingerling. Gucken da. Hier, oh, zu Ende. Ah, komm, da kommt bestimmt noch was. Beim Fickers Video kam nämlich auch noch was. Da war das Ende. Ja, macht er jetzt auch den Marvel-Style, dass noch Outtakes dahinter kommen? Oder ist es jetzt wirklich zu Ende? Das war der aber, der war vorhin schon, oder? Aber das ist eigentlich voll gut. Oh nein. Ja, jetzt geht's von vorne los. Ach so, jetzt fängt wieder an das Video. Ja, das macht ja nichts. Rumpelst du rum und nimmst dir den Apple Wire raus. Deine Maus geht nicht mehr. Du musst neue Batterien reinmachen. Soll ich das leise machen oder Pause? Mach einfach Pause. So. Pause drücken gut. Ich mach jetzt einfach mal Pause. Ja, lieber Odin, ich würde sagen, geil. Ein Meilenstein der asozialen Unterhaltung. Aber schön. Also aber sehr schön, ja. Sehr liebevoll und schön gestaltet. Ja, definitiv. Liegt natürlich auch an den ganzen vielen Akteuren. Die den Tag ja, alles gegeben haben. Das ist ja das Who is Who der deutschen asozialen Schauspielerriege. Ne? Ja, da wird ja nicht geschauspielert, das ist real. Nee, das ist ja real, ne? Und, richtig wie so aber so, Olin, du das gerne sein ich möchtest. Weiß, ich habe, du wirst wahrscheinlich auch noch ganz schöne andere Exponate haben. Wie heißt das, in Bewegung und Ton verfasst so. Ich habe da einiges schon beim Sichten gefunden. Alter, Carp hat nonstop nicht nur hier mit dem Hütchen, das war ja auch nach Hause Weg noch irgendwie. Irgendwie 100 Meter weiter sind Krankenhäuser. Ist mir dann mal eingefallen. Ja, wir sind schön durch die städtischen Kleinen. Aber da war ja noch fast hell, ne? Also da war noch so 10 Uhr oder so. Ja, das muss so Viertel vor 10 ungefähr. Ja, aber dann waren wir ja auch so 10 Stunden bei dieser Veranstaltung. Und dann haben wir Gas gegeben. Ja, und dann nochmal so 6 Stunden so hier. Bei dir. Das ist schon. Ja, also 16 Stunden saufen. Und wer hat's überlebt?
der Saufdinosaurier. Vom DSD kann ich nichts sagen, weil er ist ja nach Hause gegangen vorher. Ne? Also ja, ich bin ja seitdem immer noch wach. Aber du bist ja stehenden Fußes hier gegangen. Ja, und das hat mich auch gewundert, weil ich hatte nur eine halbe Liter Flasche Wasser mit, die ich ja stolz mal zwischendurch trinken wollte und mir nochmal Wasser holen wollte. Das hat dann direkt am Anfang nicht mehr geklappt. Weil stimmt, die habe ich heute beim Aufräumen unter dem Tisch gefunden. Das ist aber witzig, weil ich habe nämlich ein Video bei mir so beim Schnelldurchsichten gesehen, dass ich irgendwann auf der Bank, wo wir saßen, wo ich gescratcht habe halt und so, dass ich mit dem Odin mir das Wasser geteilt habe. Und der Odin sogar Wasser getrunken hat. Wir so, will ich aber Wasser trinken oder hast du noch eine Kippe oder hier noch Bier und... Das ist eine äußerst hochintelligente Maßnahme, einfach ein bisschen Wasser zu trinken. Wasser trinken wir, hier trinken Wasser, alle hier, komm direkt aufs Quelle, alle, ganz schnell, komm weg, du, ey. Trink ich mal ein bisschen hier aufs Quelle hier von Dortmund, wo ist denn das hier? Ja, das war eine schöne Erfahrung. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt vorbei ist. Also, weißt du, aber wir können das gerne nächstes Jahr wieder machen und dann lass uns ohne Scheiß, wenn wir 6 Leute sind oder 8 Leute sind, dann machen wir zwei Teams. Machen wir zwei Teams. Und dann treten wir immer gegeneinander. Und dann müssen wir wirklich serious Leute haben, die filmen. Vielleicht hat der YouTube ja Bock, uns dabei zu begleiten. Alter, weil wir brauchen einen, der nüchtern ist und der traust das. Du dir das zu? Bestimmt. Ey, der Juto ist so ein guter Mensch, den können wir nicht mit reinziehen in diesen Sumpf. Ach, der kann das ab. Ich habe jetzt vom Marek hier Klippendichter wieder ein Video gesehen, hat Juto auch wieder gemacht und noch irgendein so ein Reptil, da kommen ja andauernd Sachen halt so. Und ich lese immer nur noch, Juto halt macht. Ja, Top-Typ. Ja, damit wir auch mal, ne, nicht nur zum Saufen, sondern auch mal zu Serious Shit kommen. Beste Widmung, die ich jemals auf einer Platte gekriegt habe. Ihr wisst das nicht, ich weiß das. Und Juto weiß das. Und deswegen, das auch, damit ist es auch gut. Jetzt hier, warum trinke ich schon jetzt? Ich habe ein kleines Bier. Ja, gut, jetzt ist es aber vorbei, ne? So, wir haben nämlich keine Zeit mehr. Es wird gleich hell. Ja, Odin, liebe Grüße. Bis demnächst im Hessenland. Hast du gut gemacht. Ab morgen gibt's das 9-Euro-Ticket. Auch für mich. Oh, das war eine Drohung. Ich habe Zeit im Juli. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ha ha ha.